Das bei den Kindern sehr beliebte Mitmachtheater von Kinderliedermacher Bernhard Fiebig machte diesmal Station im Volksheim in Wiener Neudorf. Wie wir allerdings im nächsten Beitrag sehen, machten nicht nur die Kinder, sondern auch die Mütter begeistert mit. Linkes Bein und rechtes Bein und mit den Händen so. Jetzt drehen, Schubi, Dubi, Dubi, Dubi. Ja, jetzt komm ich nicht. Ho, ho, ho. Bitte Bein nach vorne gehen, nicht nach hinten sehen. Das ist wichtig, ja? Kinderliedermacher aus Passion. Ja, weil ich selbst drei Kinder habe, die sind aber mittlerweile schon erwachsen, natürlich. Also die Zeit vergeht und die Kinder sind erwachsen geworden. Aber die Musik, die ich geschrieben habe, war ursprünglich eine Musik, die ich für meine Kinder eigentlich geschrieben habe. Das ist die Supertanzmusik. Das ist die Supertanzmusik. Boogie Boogie Lied. Boogie Boogie Lied. Jetzt machen die Konzerte natürlich nach wie vor große Freude, mir selbst, aber das Wichtigste natürlich ist, dass es den Kindern Freude macht, was ich mache. Die positive Emotion, die von den Kindern beim Konzert zu mir zurückkommt, die ist wunderbar und ich beobachte immer sehr genau die Kinder in ihrem Sein, wie sie auf die Bühne kommen, wie sie sich selbst präsentieren auf der Bühne. Das ist wunderschön, da dabei zu sein und solche Momente mitzuerleben. Eins und eins ist. Du nennst ja deine Konzerte auch ganz bewusst Mitmachkonzerte. Genau, denn das ist für die Kinder dann natürlich ganz toll, wenn die Eltern oder die Begleitpersonen dann auch mittun. Boogie Boogie Lied! Super Tanzmusik! Super Tanzmusik! Bitte klatschen!